in dieser Packung hier? Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Poppy Playtime. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin gerade erst aufgestanden. Es war eine heftige Reise. Ich kann mich damals noch genau an dieses Gefühl erinnern, als ich Poppy Playtime das erste Mal aufgenommen habe, wie besonders das war. Und dieser Geruch, ich hatte so einen Geruch im Zimmer, Leute. Das kennt ihr das, wenn ihr euch an sowas erinnert und ihr riecht dann quasi irgendwas und erinnert euch dran. Zum Beispiel, wenn ich immer auf Rodos bin, bei meinem Opa. Und ich rieche an an dem Holz, an den Stöckern, die auf Rodos sind, ja. Dann kriege ich diesen, das ist so ein Geruch, der verbindet mich immer damit. Und das habe ich bei Poppy Playtime auch gehabt. Und dann habe ich mich gefragt, Digga, wie weit ist es eigentlich gekommen, dass wir Huggy Wuggy mittlerweile Klamotten anziehen? Ich weiß auch nicht. Digga, das Video ist in die Trends gekommen, ne? Ganz ehrlich. Und jetzt... Habe ich schon wieder getan. Ich habe Huggy Wuggy etwas, Ja, also... Leute, ich weiß nicht, wie das Endprodukt aussieht. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich gucke mal mit euch immer alles first time an, also das erste Mal. Ich weiß nicht, wie es aussieht, aber... Es sind, glaube ich, heute echt wild. Und lasst ein Like da, wenn ihr diese Mod feiert. Weil mit euren Likes, Leute, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Video auch in die Trends kommt. Und vor allem, wenn ihr das Video zu Ende guckt. Um diese beiden Sachen geht es halt immer. Ihr müsst ein Like da lassen und das Video einfach bis zum Ende gucken. Und dann ist der YouTuber dafür in den Trends irgendwann... Wenn es richtig ballert. Okay, ich will euch nicht mehr lange auf die Folter spannen. Ich trinke noch einen Schluck und dann gehen wir rein. Okay, dann sind wir heute wieder drin im Geschäft. Ja, also bisher ist ja alles cool. Ich, wisst ihr was, Leute? Ich... Es wird halt einfach zu nice. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob Huggy Wuggy da vorne überhaupt ist. Okay. Wisst ihr, ich frage mich halt auch, warum hier so ein komischer Puppenkopf liegt. Ich check's nicht. Der liegt hier halt immer wieder. Beziehungsweise er lag hier halt einfach, aber man weiß nicht von wo. Okay, also... Huggy Wuggy ist definitiv nicht hier. Wir gucken uns das mal weiter an. Was geht hier ab? Warte mal. Was? Guck mal in dieser Packung hier. Digga, das ist zu gut. Ich fange jetzt schon an zu weinen, Mann. Der hat ja sogar eine Sonnenbrille auf, Mann. Ob die Entwickler irgendwann mal gedacht haben, so. Ey, wir machen voll das Gruselmonster. Ja, hoffentlich macht da keiner ein Bikini an Huggy Wuggy ran. Ey, das sieht ja richtig witzig aus, Mann. Ich dachte halt, die Pakete werden so standardmäßig wieder. Aber ja, es sieht halt so aus, als wäre nur in einem Paket dieser Huggy Wuggy hier auch drin, ne? Ja, so wie es ausschaut. Ich weiß ja nicht, also wenn Huggy Wuggy hier meistens nicht ist, ist ja eigentlich am Eingang. Ich guck mal ganz kurz. Wir checken ihn jetzt einfach erstmal ein und gucken mal, wenn er... Oh nein, Huggy Wuggy! Was ist bloß passiert? Wo ist denn jetzt schon wieder der Computer hin? Warte mal ganz kurz. Ich muss einmal ganz kurz eine andere Hand nehmen. So, geht das jetzt hier irgendwie mal? Nee, geht nicht, Leute. Ich kann jetzt tatsächlich nicht irgendwie eine andere Hand nehmen. Also, ja. Dann werde ich jetzt mal... Oh! Den Bildschirm nach oben bringen. Guck mal, Huggy. Da kannst du jetzt sehen, ne, wenn du einchecken willst und so. Also... Was, sag mal, also... Leute, was ist das denn? Was ist denn das? Ah, das sieht so gut aus. Also von hinten so, da sag ich mal, das ist ein Flop, ne? Also du hast ja hinten gar nichts an, oder was, Kollege? Das ist ja richtig Fail, oder wie? Egal, guck mal hier in den Computer, ja. Leute, wir machen das mal anders. Schönen guten Tag, herzlich willkommen im Reisebüro Hobby Playtime Co. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah ja, ich habe Ihre Sprache absolut nicht verstanden. Sie wollen nach Italien. Ja, da können wir ja natürlich mal schauen. Einmal hier kurz in die Tastatur hämmern. Nee, das wird nichts. Ich, passen Sie auf. Gucken Sie sich mal hier auf den Computer den Urlaubsort an. Stellen Sie den einmal zu Ihnen rüber. Also, dass Sie halt jetzt mal genau... Oh, scheiße! Also, es tut mir leid, aber, ja, das mit dem Urlaub wird heute nix. Machen Sie sich hier bequem in der Fabrik. Ich bin aber weg. Tschüssi! Naja, wir gucken dann mal. Der hat sogar seinen Arm! Leute, zu gut! Ey, den muss ich mir jetzt noch mal ganz kurz reinziehen. Guck mal, Leute, der wird hier gerade im Sonnenlicht gebräunt. Huggy macht sich das hier noch mal richtig bequem. Hallöchen, was geht denn so? Na, Baby, alles klar bei dir?
Das ist zu wild. Ey, wer hat diesen Huggy-Wuggy im Bikini gemacht, Mann? Was meint ihr? Ist der Jumpscare krass? Also, wenn ihr den Jumpscare jetzt sehen wollt, ne? Wenn wir jetzt im Video sind und er sagt so, Digga, den Jumpscare, den musst du aber noch ein Video bringen. Hashtag Jumpscare in die Kommentare rein und dann bringe ich den auf jeden Fall. Wir müssen jetzt tatsächlich mal gucken, wie wir hier heute vorgehen. Wie sieht denn das jetzt aus? Also, der Schlüssel... Der ist jetzt halt auf Riesenkrise angelehnt, ne? Hagi, ich nehme den einfach mal. Wir gucken mal, dass wir dich heute in die Sonne bringen. Aber was ist das denn hier? Das sieht doch... Also, das ist doch richtig ranzig. Der hat da hinten gar nichts an. Ist ja fast wie so ein Stringtanker oder so, ne? Ja gut, Leute, dann... Ich aktiviere mal den Strom und so und wir gucken mal, wie es ihm gleich in der Fabrik geht. Leute... Also, was geht denn hier ab? Seit wann ist Huggy Wuggy denn zweimal da? Seht ihr das? Da vorne ist sein Arm und hier vorne ist sein... Also, ihr wisst schon so, sein... Huggy! Bewegst du dich? Guck dir mal seine Augen an! Okay, darauf jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Huggy, es tut mir echt leid, dass ich heute keinen Urlaub für dich gefunden habe. Aber, Bro... Das ist irgendwie alles ziemlich cringe jetzt hier, ne? Meinst nicht? Wir gehen mal ein Stück näher, Leute. Hä? Der bewegt sich ja! Huggy, ist hier heute Modenschau oder was? Okay. Huggy ist jetzt irgendwie ein Stück kleiner geworden. Ey, Brudi, kommst du mit oder was? Was können wir denn jetzt mit dem machen? Der verfolgt uns hier in diesem Gang. Das ist ja höchst interessant. Lässt du mich jetzt auch mal durch? Hallo, ob du mich mal durchlässt jetzt? Nur weil du hier irgendwo baden willst oder so, heißt es ja nicht, dass ich Summer. Ich will jetzt da durch. Lass mich jetzt da durch, Huggy. So, Junge, es reicht. Ich hol mir sein Paket. Hier, Kollege. So, du kommst jetzt mal her. Da, Huggy hat hier eine Sonnenbrille auf, ja? Warum hast du keine Sonnenbrille auf? Der hat eine, der darf durch, du nicht. Ja, dann fliege ich halt vorbei. Ist auch kein Problem, hat er sich gerade umgedreht? Huggy, mach jetzt keinen Stress. Huggy, jetzt komm! Mach keinen Ärger jetzt! Also pass auf, Kollege. Ich will jetzt einmal hier durch, so, ne? Da jetzt so lang. Ist das für dich in Ordnung? Ja, ich gehe da doch gleich rein. Boah, Junge. Ist das ekelhaft, ne? Okay, die Treppe zur Hölle ist jetzt offen. Hallo? Hallo? Wieder nicht rein. Ja, und wenn ich's doch mach? Wenn ich da jetzt einfach reingehe? Digga, was geht denn jetzt ab? Hallo? Oh Gott! Ich wurde von Huggy Wuggy im Bikini getötet. Was ist denn das jetzt schon wieder? Also irgendwie ist das auch ziemlich komisch, ne? Leute, das war's mit einer weiteren Folge von Pommy Playtime. Falls ihr sie gefeiert habt und noch mehr dumme Mods als Ideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich brauche Ideen. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr solche Videos in Zukunft auch nicht mehr. Dankeschön, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Dickes Küsschen geht raus. Out!